Damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Florian Conradi. Heute mal mit einem Gameplay von Lego Star Wars 3. The Clone Wars natürlich. Und ja, hier fange ich schon an. Erstmal ein bisschen Teile einsammeln, wenn es geht. Im Hintergrund hört ihr Musik. Hoffentlich ist sie nicht zu laut, dass man mich nicht mehr hört. Aber ich glaube, das ist okay. Und ja. Dort. Ja. Die Bestie wird gezähmt. Jetzt kann ich drauf rein und boom! Ja, jetzt wird rasiert. Boom! Face! So, wenn es euch gefällt, könntet ihr mir ja mal schreiben, ob ihr noch andere Lego Star Lego Let's Plays möchte für die PlayStation 3 oder eventuell auch 4, weil die PlayStation 4 hat einfach eine bessere Grafik und deswegen. Mann, da wurde er genutzt. Komm! Getroffen schon wieder! Nun ja. Kriegst du mein kleiner? Nein! So. Erstmal Geld einsammeln, bevor wir das machen. Weil ich glaube, Geld ist etwas wichtiger und nun ja. Geld bringt uns auch mehr. Oh, nice. Gute Summe und jetzt wird es mit der Mal. Ja, geschafft, Freunde. Der ist tot. Er ist tot. Nun, ja. Gut. Und wie gesagt, hoffentlich ist mit der Tonqualität alles okay. Ich will dir doch nur das Bein abhaken. Hier wird das Bein wird rasiert. Ernsthaft? Mein Geld! Boom. Dann auch noch einmal machen, dann ist er tot, dann ist er tot, dann ist alles totti frotti. Ja, er wird sterben und ich sehe gerade, dass wir schon richtig viel Geld haben. Und wo geht er?
Oh, jetzt die scheiß Kampf. Oh, klappt doch. Ich dachte schon, weil der links da davor stand. Jetzt guck, was passiert, wenn ich hochspringe und dann boom. Boom. Wenn sie alle rasiert. Schön, ne? Will man sagen. Boom. Boom, boom. Eigentlich müssen wir nicht Oberfeld, sondern seinen Vater versuchen zu töten, wenn die nicht vorher getötet werden. Und ja. Ja, da ist er auch schon down. Boom, boom, boom. So, jetzt wurde rasiert. Jetzt rasieren wir ein bisschen hiermit. Schon gesagt, hoffentlich. Tonqualität gut. Oh, gestern bin ich so ausgerastet. Boom, boom. Mann, ich bin fast tot. Manchmal ist es auch echt unrealistisch gemacht bei Star Wars Clones, weil an der Stelle ist der Sohn traurig und will ihn rächen. Nicht so wie dort jetzt, dass er sich freut, dass er den Helm von seinem toten Vater bekommt. Das ist etwas unrealistisch gemacht. Aber die Grafik, muss ich echt sagen, für ein Lego-Spiel ist die echt geil gemacht. Dann Cash. Mein Cash, geh! Genau, gerade ist eingesammelt und jetzt hier draußen, ne? Als ob dafür gibt's. Dafür müsst ihr jetzt sterben. Und das Spiel ist echt gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe das Spiel schon eigentlich selber fast durchgespielt und ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt, was Lego dort geschaffen hat, weil jetzt zum Beispiel andere Spiele sind nicht so gut und oh, schon wieder tot, Alter. Ich glaube, das ist verflucht, das Spiel. Und wenn vielleicht Lego City Undercover auf die PS3 rauskommt, dann würde ich es mir sofort holen, weil es ist einfach so geil sein, Freund von mir, weil ich habe keine Lust mehr, irgendwie so ein Nintendo DS zu kaufen, weil es eigentlich Verschwendung, wenn es eh in ein paar Jahren auch so rauskommt, weil das ist ja am Anfang auch für was anderes rausgekommen. Also jetzt. Das ist am Anfang für, meine ich, Nintendo DS auch rausgekommen. Als erstes. Und ja. Man läuft bei denen auf jeden Fall.
Und ich mache das immer so jetzt, immer wenn so, sag ich jetzt mal so, Abschnitte kommen oder so, dann bin ich leise. Obi-Wan Kenobi haben wir freigeschaltet, Anakin Skywalker und Padme Amidala haben wir auch noch freigeschaltet. Nice. Leider nehme ich das mit Handy auf und deswegen, lol, ich bin besser hier, als wie ich es am Anfang gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich schon kenne. Auf jeden Fall, was sollte ich denn sagen? Leider nehme ich das mit Handy aus, sonst hätte ich jetzt dieses Video mit dem Mann reingeschnitten. Würde ich sagen, nein. Weil das sind voll lol. Ja. Ja, gut, hab ich gesagt. Eigentlich höre ich nicht solche Musik, aber. Es muss sein, weil ich kann das die Musik nicht einblenden, sonst kann ich das wieder erstens veröffentlichen. Aber es wird dann wieder von YouTube gelöscht und das finde ich eigentlich schade. Aber es ist echt geil gemacht, das Spiel. Jetzt fahren wir erstmal mit Geld. Oh, wer ist das? Hallo, nein! Oh, sollen wir ihn kaufen? Ach, wir haben genügend Geld, wir kaufen den mal. Yay, wir haben jemanden neuen in der Truppe. Herzlich willkommen und du wirst direkt sterben. Tut mir leid, aber es musste sein, weil. Ja, weil. Aber auch hier so eine geile Animation, das gemacht ist hier mit den Flugzeugen, die sich jagen. Ja, irgendwie ist es auch blöd gemacht, weil die fliegen über einen hinweg, ohne sich abzuschießen und das ist eigentlich schade. Sammeln wir jetzt noch Geld ein bisschen und danach machen wir die nächste Mission. Nur das finde ich blöd, dass der hier, also Anakin, ein grünes Lichtschwert hat und grüne Macht, sage ich jetzt mal, obwohl er eigentlich blaues hat. Oh. Obi-Wan wird von Anakin getötet. Ohne Lichtschwert. Anakin gibt ihn einfach. So, jetzt gehen wir mal hier. Ah ja, man kann ja hier. Oh, da haben wir nochmal Geld bekommen. Das Video schon. Ich sag einfach jetzt, wir machen hier noch, wir sammeln jetzt noch das Geld ein und dann würde ich sagen, machen wir Schluss und dann nehme ich gleich danach sofort den nächsten Part auf und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Part, weil die Mission kenne ich und die ist eigentlich richtig geil. Und kann ich das hier nicht kaputt machen? Mann, dafür braucht man einen Typ mit Raketenwerfer, leider. Leider. Geld. Nein. Oh, war das knapp. Und würde ich sagen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.